Kai, das war über weite Strecken ein souveräner Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also in meinen Augen hatten wir es von Anfang an im Griff, das Spiel. Wir sind nur zum Glück früh in Führung gegangen, was auch immer sehr wichtig ist, weil dann können wir unser Spiel ohne Probleme aufziehen. Und ja, ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben es super durchgezogen, die 90 Minuten. Haben nie was anbrennen lassen. Ja. Eine Sache, die eure Spieler überschattet, ist vielleicht die Frage, wie es für euch nächste Saison mit der zweiten Mannschaft weitergeht. Kannst du aus deiner Sicht ein Statement dazu geben? Also ich weiß auch noch nichts. Es sind alles nur Spekulationen. Also in meinen Augen. Also wir als Mannschaft wissen von gar nichts. Ich denke, es wird sich die nächste Zeit entscheiden und wir können eigentlich nur abwarten. Aber mit anderen Vereinen spricht man noch nicht? Da weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja, es gab noch eine Sache, die das Spiel ein bisschen überschattet und beeinflusst hat. Das war der Fanaufmarsch von den KSC-Ultras und natürlich mit den Reutlinger-Fans immer eine brenzliche Sache. Wie habt ihr das gesehen? Also man nimmt das nur im Augenwinkel mit und ich habe da nur gesehen, als dann 200 bis 300 KSC-Anhänger an der Seite reingelaufen sind, aber sonst, ich habe nichts mitbekommen. Aber natürlich freut man sich als Spieler, wenn da so viele Leute kommen und einen unterstützen, aber sonst ist da eigentlich nicht sonderlich viel aufgefallen, ja. Kai, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.